ziehen Sie das Kännchen nach oben und zeichnen Sie langsam durch die Mitte, um die Herzspitze zu bilden. Kippen Sie Ihre Tasse und gießen Sie die Milch von einer etwas höheren Position ein, um die Creme aufzubrechen. Achten Sie darauf, die Milch wirbelnd zu bewegen. Der Espresso sollte nach 8 bis 10 Sekunden aus beiden Ausläufen fließen. Er sollte nach Möglichkeit wie warmer Honig fließen. Generell gilt, dass die Partikelgröße für Espresso feiner sein sollte als für Filterkaffee. Bei einer helleren Röstung bleiben die natürlichen Aromen der Bohne besser erhalten, während eine dunklere Röstung für einen kräftigeren, intensiveren Geschmack sorgt. Den gesamten Prozess der Kaffeezubereitung verstehen. Darum geht's bei den Third Wave Kaffeespezialitäten. Erst dann können Sie köstlichen Kaffee zu Hause zubereiten. Begleiten Sie uns auf der Sage Coffee Journey.